gedacht, es ist mal wieder Zeit für ein What I Eat in a Day Video, wo ich euch zeige, was ich am Tag so esse. Heute ernähre ich mich mal nach meinem Ernährungsplan, den ihr auf nataliescuisine.com findet. Und ich zeige euch mal, wie das so aussieht. Wenn ihr gefällt, dann freue ich mich natürlich auf einen Daumen hoch und auch immer über einen Kommentar oder Feedback. Ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Facebook und Instagram folgen. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Heute meinen Tag mit einem Blaubeersmoothie. Das sind gefrorene Blaubeeren mit Kokosmilch, Hanfproteinpulver und noch ein paar Datteln zum Süßen. Dann gibt es heute ganz simpel meine Zucchini-Pasta. Das gibt es auf meinem Blog und auch in meinem Buch. Das ist einfach Zucchini mit einem Spiralschneider und dann mein Basilikumpesto dazu. Also ganz, ganz viel frisches Basilikum, Olivenöl und Macadamianuss. Das hier sind meine Raw Bars. Da sind Haferflocken, verschiedene Körner drin, also Kürbiskerne, Chiasamen, Leinsamen, alle möglichen Superfoods, Datteln und so weiter und so fort, Macadamianüsse. Die geben richtig gut Energie für den Nachmittag und da esse ich jetzt erstmal eins, aber vielleicht auch zwei davon. Zum Abendessen gibt es heute meine gefüllte Paprika. Das Rezept könnt ihr auf dem Blog finden. Es ist super einfach, schnell zubereitet und wirklich das perfekte Abendessen für unter der Woche. Das Ganze aus. Und zwar habe ich dafür einfach die Paprika ausgehöhlt, Quinoa gekocht und noch mit Gemüse vermischt. Ich habe jetzt hier Zucchini und Karotte genommen. Ihr könnt auch nehmen, worauf ihr Lust habt. Es ist noch ein bisschen Füllung übrig geblieben, deswegen habe ich damit jetzt noch den Teller dekoriert. Und es ist ein super leichtes, warmes und leckeres Abendessen. Freue ich mich schon drauf jetzt. Ich nehme mich heute nach dem Abendessen direkt ins Bett, beantworte noch ein paar E-Mails, esse ein bisschen Obst und genieße noch einen Tee.